Herzlich willkommen auf unserer Homepage, liebe Besucherinnen und Besucher. Nach jeder Sitzung ist es üblich, Sie kurz zu informieren, was so beraten worden ist. Heute hatten wir eine Mammutsitzung. Der Haupt- und Finanzausschuss, der Gesellschafterausschuss unserer Parkhausbetriebe und der Bauausschuss. All diese Gremien haben heute miteinander getagt und sich mit dem Parkhaus am Dom beschäftigt. Und wir haben unglaublich intensiv die Kostenfortschreibung diskutiert gegenüber dem ursprünglichen Kostenanschlag, der bei rund 8 Millionen Euro brutto liegt. Haben wir es jetzt mit inzwischen ermittelten Mehrkosten im Bereich der Planungsaufwendungen, aber auch der submittierten ausgeschriebenen Leistungen von rund 800.000 Euro zu tun. Darin steckt noch ein Betrag von rund 200.000 Euro, über den wir noch gar nicht entschieden haben. Wir liegen also, was die Kostensteigerungen angeht, unter 10% gegenüber dem ursprünglichen Kostenanschlag. Aber wir bekommen ein tolles Parkhaus mit einem klasse Komfort, wo es richtig Spaß machen wird, reinzufahren und dort zu parken und damit auch die Innenstadt zu entlasten. Wir hatten vorher eine Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses, haben über eine ganze Reihe von Themen, auch Personalangelegenheiten gesprochen, aber ein Punkt, der herausgeragt hat, waren eine Variantenuntersuchung für die Pfrimmtal Realschule Plus. Im Moment ist diese Realschule ja auf zwei Standorte aufgeteilt. Der eine ist in Vettersheim am Standort Paternusschule und der andere am Standort Disterwegschule. Und das ist pädagogisch, organisatorisch eigentlich völlig unsinnig. Man nennt so etwas ein dislozierter Standort, also eine Schule, die auf zwei Standorte, die weit voneinander entfernt liegen, aufgeteilt sind. Das wollen wir im Grunde nicht mehr. Die Schule will das auch nicht. Und wir haben jetzt untersucht, wie kann man das Raumprogramm für eine Realschule Plus an diesen beiden Standorten oder an einem Standort wirtschaftlich konzentrieren. Und nach einer intensiven Diskussion und entsprechenden Voruntersuchungen haben wir uns dafür entschieden, am Standort der Pfrimmtal Realschule Plus in Hochheim einen Neubau zu errichten, weil diese alten Pavillonbauten im Grunde Standard 60er Jahre sind. Und das ist auch unwirtschaftlich, ein solches Gebäudeensemble zu betreiben. Das kostet im laufenden Betrieb von der Heizung bis zur Reinigung einfach viel mehr Geld. Und gerechnet auf die Lebensdauer eines solchen Gebäudes wäre ein Neubau eigentlich das günstigste. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass das Ganze auch fördertechnisch passt. Da sind jetzt Gespräche mit der Landesregierung notwendig, damit das Ganze in das sogenannte K3-Programm, das ist das Kommunalinvestitionsförderungsprogramm des Bundes, hineinpasst. Also spannende Themen. Neben vielen anderen Punkten war das ein herausragendes Thema, aber ein guter Schritt für die Entwicklung unserer Wormser Schul- und Bildungslandschaft. Viel Freude bei der weiteren Beobachtung der Wormser Kommunalpolitik.